Hey, ich soll da gar nicht rein. Ich soll irgendwo anders hin. Nämlich hier erstmal wieder raus. Und das hier irgendwie aufmachen. Wahrscheinlich mit einer Bombe. Also ich weiß nur, dass ich durch muss. Ich hab das. Ja, ich. Mit der Bombe ist eine gute Idee. Funktioniert. Funktioniert immer. Bomben sind klasse. So, Feenquelle und meine Maus ist im Bild. Das muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten wieder. Was ist das hier? Komme ich da lang? Nö. Okay. Na gut. Komme ich hier rauf? Lesen. Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Richtig, das Triforce. Link? Gibt es denn irgendeinen plausiblen Grund, warum du da nicht hoch willst? Hey! Wo bist du, Navi? Wenn ich mich richtig erinnere, sagte Darunia, dass auf dem Gipfel des Todesbergs eine Fee lebt. Ja, richtig, du Idiot. So. Nur mal so als Idee. Ich bin ein Genie. Mensch, ist die hässlich. Nein, nenn mich nicht Süße. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Okay. Herzchen, schön. Kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lass B los, um deinen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du Dingsa Stahlkreuz einmal im Kreis und drückst dann B, kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Praktisch. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, Du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Joa. Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Also ich soll mit irgendeiner Freundin oder sowas von ihr sprechen. So, jetzt will ich diesen Dings einmal ausprobieren. Einmal so. Nee, so. Cool. Jetzt kann ich die doch irgendwie im Kreis ausführen. Nö. Nicht so ganz. Ne, vielleicht liegt es einfach an der Tastatur. Nö. Ich gehe mal einfach weiter. Wieder nach Hyrule. Um dort, ne, und so. So, du wolltest mir helfen. Ausnahmsweise mal. Dumme Eule. Du siehst erwachsener aus, seit du die Fee besucht hast. Doch noch wirkst du nicht wie der prophezeite Retter Hyrules. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Na gut, wenn's sein muss. Ja, und wie mache ich das jetzt? Ah. Yay, und es geht nach unten. Cool. Schade, dass die Eule nicht mal von so einem Stein erschlagen wird. So. Das sieht ja irgendwie auch nett aus, ne? So. Ab nach Kakariko. Ah. Ich
bin auf welchem Haus gerade? Bin ich gerade zufälligerweise auf der Mühle? Ich sehe es ja nicht. Nee. Die ist da hinten. Ach, Scheiße. Ah. Ich will es ja nicht benutzen. Ich hatte ja eigentlich vor, noch da hinten diese Herzcontainer zu sammeln, aber wenn ich da nicht rankomme, dann wird das wohl nichts. Also, naja, ne? Lässt sich nichts dran ändern. Stirb, du Huhn! Ja, sprechen wir mal mit irgendwelchen Leuten in Hyrule, würde ich sagen. Und ja, ne? Mal, ja. Muss gerade mal gucken, wie viel Zeit ich ungefähr habe. Ich merke mir das irgendwie nie. Ist nicht gerade toll, dass ich das nicht tue, aber naja, das ist halt so, ne? So. Hicks. Und, ja. Keine Ahnung, mit wem wir sprechen sollen. Ich könnte raten, dass wir da mit dieser Chica sprechen sollen. Allerdings ist das auch nur eine Vermutung. Stimmt, und für den Wächter sollten wir noch irgendwie so eine Dings da holen. Fällt mir auch gerade ein. So eine Maske irgendwie. Ja gut, das will ich jetzt mal kurz machen. Nachher vergesse ich sowieso wieder. So. Und gucken wir da mal. Und hier ist es immer noch genauso dumm wie vorher. So, auf hier. Ah, hier ist jetzt auch offen. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln Masken, die allen Leuten Freude bringen. Naja. Wärst du nicht auch gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Glaube ich mir. Glaub ich nicht. So. Fuchsmaske. Ich dachte jetzt eher da an Pikachu irgendwie. Da Maske des Wissens. Das sieht aus wie die, ich weiß nicht. Ich habe sie noch nie so ganz gesehen, aber irgendwie erinnert mich die mich an, Majora's Mask. Irgendwie. Egal, ich will mal diese Fuchsmaske dann holen. Ja. Ja, schon klar. Ah, eher zum Idioten. Egal, will ich mal, eine Zitadelle oder? Ich will mal eine Sache noch ausprobieren, da wir dann ja sowieso dieses Triforce hat mich vorhin auf eine Idee gebracht. Deswegen will ich das unter anderem hier mal ausprobieren. Also. So. Mal sehen, ob es was bringt. Wahrscheinlich nicht. Nö, offensichtlich nicht. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal zu Zelda. Und ja, ne? Wie das so ist und so. Okay. Weiter geht's. Mach hinne. Schneller. Und ich will immer noch wissen, was diese verdammten Steine da zu sagen haben. Ich habe keine Ahnung. Ernsthaft. Das ergibt für mich keinen Sinn. So. Auf hier. Und dann diesmal wieder hier hoch, weil die 10 Rubine, die kriegt ja bestimmt nicht nochmal. Das kannst du vergessen. So. Hoch hier. Dann da hinten runter. Wie das letzte Mal eigentlich. Beziehungsweise das erste Mal. Hui! Letztes Mal muss ich ja unbedingt dem Typen 10 Rubine geben, ich Idiot. So. Hier zwischendurch. Und dann da lang. Tralala. So. Lauf schneller, Link. Hui! Das ist nicht schneller. Hä? Kann ich gar nicht kaputt machen. Finde ich doof. So, hoch hier.
und darüber ab ins Wasser. Moment mal. Ich kann auch einfach lang gehen. Interessiert ja nicht. Okay, es interessiert doch. Weiß ich ja nicht. Finde ich ja doof. Was ein Penner. So, hier hoch jetzt. Ah, jetzt muss ich da genau diese doofe Ranke treffen, oder wie jetzt? Finde ich ja ein bisschen nervig. Also jetzt ernsthaft, das finde ich doof. So, mach hin. Zack. Schneller. Hier rüber. Und dann da hoch irgendwo. Und dann wirklich ins Wasser springen. Nochmal habe ich da keine Lust drauf. So, ich glaube, ich muss mich beeilen, dass ich das noch am Tag mache, weil nachher stehen da wieder die Wachen und da habe ich auch keine Lust drauf. Na gut, dann wird wohl nichts mehr. Auch doof. So, trotzdem hoch hier. Wollen ja wenigstens vorwärts kommen. So. Hier rüber. Und dann ab ins Wasser. Na toll. Ich gucke mal, ob sie da jetzt wirklich wieder stehen, diese Wachen. Könnte ja auch sein, dass sie da, das ist, keine Ahnung, dass sie da nicht stehen oder so. Keine Ahnung, sehe ich dann ja. So. Dann. Hier rüber. Zack, hinauf. Wäre jetzt nämlich eigentlich ungern so schneiden und so. Also, keine Ahnung, ich will jetzt nicht die ganze Nacht hier irgendwie reinhauen. Doch, sie stehen da. Okay, ich guck mal, ob ich da, komm ich da kriechen. Wieder rauskomme. Wir sehen uns auch im nächsten Part. Ich schneide die Nacht einfach jetzt raus, würde ich sagen. Und wir sehen uns da dann hier wieder, wenn's Tag ist. Tschüss.